Hier an der Seite, Toolbar standardmäßig nicht eingeblendet, sondern hier an der Seite mit dem Klick auf Reißzwecke fixieren. Hier haben wir unsere kompletten Elemente, die wir auf unsere Form ziehen können. Hier drüben haben wir den Projekt Mappen Explorer. In diesem sind alle für das Programm wichtigen Dateien abgelegt, wie unsere Form, der Programmcode, der dahinter steht, Verweise auf andere Produkte, Einstellungen und wenn wir Bilder oder ähnliches haben, haben wir auch noch eine Ressourcen. Hier unten haben wir ein Eigenschaftenfeld. Falls dies nicht eingeblendet ist, geht ihr einfach auf Ansicht, weitere Fenster und findet hier das Eigenschaftenfenster. Dieses Eigenschaftenfenster ist in dem Sinne wichtig, dass wir da verschiedene Attribute festlegen können. Ich bevorzuge die alphabetische Variante, kann das Ganze aber auch kategorienweise sortieren, zum Beispiel wie Darstellung, Barrierenfreiheit, Daten, Typen, Entwurf, wie das Ganze aufgebaut ist, Stile, Fokussieren, Layout und so weiter. Ich stelle das Ganze jetzt wieder auf alphabetisch um und nun wollen wir endlich anfangen, unsere erste Anwendung zu erstellen. Was soll die können? Die soll einfach nur auf einen Buttonklick soll sie einen Text anzeigen. So, wir können jetzt hier in dieser Form so direkt keinen Text sagen, da soll Text hin. Wird nicht funktionieren, wir müssen erst ein Feld finden, wo drin wir Text anzeigen können. Das ist einmal hier das Label, das Link-Label für Hyperlinks ins Internet zum Beispiel. Dann haben wir die Which-Text-Box für Texte mit Formatierungen und hier, da haben wir die normale Textbox. Nun können wir uns aussuchen. Ein Label kann ich weder markieren noch was kopieren. Which Textbox kann ich Text formatieren und dementsprechend fetten Text, roten Text, wie auch immer alles anzeigen, falls man sich einen Editor zusammenklicken will. Textbox kann man eigenständig den Text reinschreiben und oder man kann den auch so setzen, dass man keinen Text reinschreiben kann, sondern nur Text angezeigt wird, der kopiert werden kann. Wir nehmen jetzt also als erstes einmal eine Textbox und platzieren die einfach mal in unteren Bildschirmrand. Wenn wir nun eine Textbox mit mehreren Zeilen haben, wollen wir standardmäßig eine Zeile. Ihr seht auch hier oben und unten keine Anhaltspunkte zum rausziehen etc. Gehen wir hier einfach auf den kleinen Pfeil und dann haben wir die Textbox Aufgaben oder können wir festlegen, das Ganze soll Multiline sein. Dann haben wir jetzt hier eine Textbox über mehrere Zeilen. Nun fügen wir noch einen Button ein. Ziehen den über die komplette Fensterbreite. Starten jetzt erst einmal das Programm, indem wir hier oben auf den kleinen grünen Pfeil gehen, wahlweise F5 drücken. In dem Fall wird dann unser Programm automatisch gespeichert und wir können hier auf den Button klicken und dann soll hier in der Textbox Hallo Welt stehen. Klicken jetzt also hier auf den Button und es passiert nichts, denn C# weiß so nicht, was er mit diesem Button anfangen soll. Wir können draufklicken. Und es passiert nichts. Wie kriegen wir nun Funktionen hinter diesem Button? Entweder können wir hier auf Form gehen mit Rechtsklick und uns den Quelltext anzeigen lassen, wahlweise markieren und F7. Wenn wir nun aber ein Form-Element mit dem Standard-Event ansprechen wollen, beim Button wäre es Klick, können wir auch einfach einen Doppelklick drauf machen und C# erzeugt uns automatisch den entsprechenden Programmcode, der wichtig ist, um diesen Button zu bestimmen. Gehen wir nur ein bisschen auf den Programmcode ein. Die ersten ganzen Befehle hier oben beziehen sich darauf, welche Systeminformation braucht dieses Programm. Es braucht System, es braucht verschiedene Unterpunkte von System, Text, Forms, Drawing, Data etc. Und die sollten wir nach Möglichkeit
auch immer auf den Standards von Windows belassen. Denn wenn wir hier was rausnehmen, kann es sein, zum Beispiel Text, kann es sein, wir kriegen keinen Text mehr angezeigt. Als nächstes kommt unser eigentliches Programm. Der Namespace Windows Form Application 1 ist der Name unseres Programms. Hätten wir dem beiden Projekterstellen einen Namen gegeben, hätten wir dann hier den verschiedenen Namen gehabt. Dann kommt eine Public Particle Class. Das ist unsere Form und diese ist erstmal, das erste, was sie macht, ist, er initialisiert alle Komponenten, also alle Buttons, alle Textfelder, alle Labels, alles, was wir uns sonst einfügen. Darunter kommt dann ein geschriebener Programmtext. Und wir wollen jetzt hier bei Button Click, wollen wir unsere Textbox ansprechen. Also schreiben wir den Namen unserer Textbox, standardmäßig der Name des Elements und eine fortlaufende Nummer. Textbox 1, dann kommt ein Punkt. Hinter diesem Punkt können wir nun schreiben, was wollen wir innerhalb dieser Textbox ansprechen. Und wir wollen da den Punkt Text ansprechen. Der Punkt Text ist also der Text innerhalb der Textbox. Was für einen Wert soll der haben? Schreiben wir ist gleich. Anführungszeichen, denn wir geben jetzt einen Wert ein, der ein Text ist. Und der muss in einer Programmiersprache, ähnlich wie es auch schon bei PHP der Fall war, in Anführungszeichen gesetzt werden. Und der soll jetzt einfach mal Hallo Welt sein. Debuggen wir das Ganze einfach. Klicken auf unseren Button und es kommt der Text Hallo Welt. Wir können jetzt so oft draufklicken, wie wir wollen. Es wird immer Hallo Text da stehen. Machen wir mal das hier weg. Es ist jetzt Hallo Welt. Wollen wir nun etwas zu diesem Textfeld hinzufügen, müssen wir das Ganze ein bisschen anders. Wir haben unseren Textbox.text und wenn wir jetzt was hinzufügen wollen, schreiben wir einfach vor den Gleich ein Plus. So, jetzt kriegen wir hier noch eine Warnmeldung, dass wir unser Debugging-Programm erst beenden müssen. Plus gleich, Hallo Welt, Leerzeichen. Durch diesen Plus-Gleich-Operator haben wir nun die Möglichkeit, den aktuellen Text dieser Textbox zu haben, standardmäßig ja nix, und diesen mit unserem neuen String zu erweitern, dieses Plus-Gleich. Also zack, 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 zack. Das Ganze kann ich jetzt beliebig oft fortsetzen. Und wir sehen dann gleich, es scheint hier keine Scrollbar. Und unser Textbox ist irgendwann voll.